am 20. April war ich im Luftschutzkeller in der Reichskanzlei unten und da kam mir Hitler zu uns rein. Das war sein letzter Geburtstag. Wir waren alle verdattert. Er sah ja sehr schlecht aus. Und wir konnten alle gar nichts sagen. Und dann kam er, machte so und haben sie so gesehen, dass so die Hand so geht. Und dann kam er auf uns zu und dankte uns, dass wir unsere Pflicht eben so erfüllen. Und der Endsieg ist nicht weit. Und dann ging er wieder, gab uns die Hand und ging. War das gerade wirklich? Ja, der Führer war schon ein paar Mal hier. Und gibt's jetzt eine Sonderration für uns? Wie kommst du denn da drauf? Na ja, er hat doch Geburtstag heute, oder? Denn wir dachten ja wenig, dass wir irgendwas zu essen bekommen oder so. Denn war ja immer die Hauptsache, dass man was zu essen hat, nicht? Wir fühlen ihn in uns und um uns. Gott gebe ihm Kraft und Gesundheit und schütze ihn vor jeder Gefahr. Das Übrige wollen wir schon tun. Wie bitte? Hast du etwa die Rede von Dr. Goebbels zum Geburtstag des Führers nicht gehört? Bei uns in Neukölln gibt's kein Radio im Bunker. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Weiß ich auch nicht so genau. Aber ich sollte mich heute hier melden. In Neukölln bist du sicher besser aufgehoben. Aus dem Führerhauptquartier, 20. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Trotz zäher Gegenwehr gelang es starken feindlichen Panzerkräften aus dem Raum Müncheberg weiter nach Südwesten und Süden bis in den Raum von Tempelberg und Buchholz vorzustoßen. Gegenangriffe sind angesetzt. Bei Wriezen warfen die Sowjets neu herangeführte Verbände in den Kampf. Im Raum von Sterneberg und Prötzl wird erbittert gekämpft. Nach unvollständigen Meldungen wurden in der Schlacht vor Berlin gestern erneut 226 Panzer vernichtet. Die Insel Helgoland wurde gestern erneut von britischen Bomberflugzeugen angegriffen. Amerikanische Kampfverbände warfen Bomben auf süddeutsches Gebiet. In der Nacht waren Orte in Schleswig-Holstein und die Reichshauptstadt das Angriffsziel britischer Terrorbomber. 226 Panzer vernichtet. Na, wer die wohl alle gezielt haben mag. Wie lange noch? Die neuen Wunderwaffen sollen ja kurz vor ihrem Einsatz stehen. Gute Nacht, Emma. Ach, übrigens, Bubi. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. Mir reicht's eigentlich für heute. Matt, in 15. Wir haben uns nicht an irgendwelche Wunderwaffen geklammert oder solche Sachen. Diese Illusionen hatte man schon nicht mehr, weil es doch zu viel durch Kriegsberichte, die mal im Funkhaus waren, durchgesickert war, dass an der Front ein Halten gar nicht mehr so möglich war. Wir haben gesagt, wir bleiben im Bunker, wir geben die Nachrichten noch durch. Unter uns haben wir immer wieder gesagt, wer wird uns überhaupt noch hören? Und wir haben Rundfunk gespielt, kann man sagen, ohne zu wissen, wer hört uns noch in diesen Tagen. Aus dem Führerhauptquartier, 21. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Der Großraum Berlin war gestern das Angriffsziel amerikanischer Bomberverbände. Außerdem wurden zahlreiche süddeutsche Orte durch schwächere Verbände mit Bomben belegt. Ein Scheißding. Lassen Sie mich mal probieren. Gegenwehr gelang es da. Hatte irgendeiner ein Radio da, weiß ich was, zurechtgebastelt, dass wir auch mal Nachrichten hörten. Und wir hörten dann, dass also ein General Wenck oder so ähnlich hieß, dieser angeblich auf Berlin zu
käme und uns entlasten würde und so weiter. Na, also ich habe diesen, muss ich Ihnen sagen, diesen Quatsch nicht geglaubt. Sind die Russen? So nah? Das kann doch gar nicht sein. Ich will hier raus. Stalin-Orgel. Wenn ihr immer hier hört, das vergisst ihr nie wieder. Die bringen uns alle um, die Gottverdammten Iwans. So schlimm wird's schon nicht werden. Das war in der Wochenschau. Wir haben gehaust wie die Bestien in Ostpreußen. Da ich das aus eigenem, nicht aus eigenem Erleben, sondern mein nachher gefallener Mann, war ja im Herbst 1944, hatten die mit den Fallschirmjägern Goldap und Nemmersdorf zurückerobert. Und wie er dann im November auf Urlaub kam, hatte er noch mal 3 Tage Sonderurlaub und kam nach Berlin und erzählte uns das, was er da gesehen hatte. Das war natürlich für uns erschreckend und dadurch hatten wir natürlich enorme Befürchtungen. Wenn wir würden von den Russen eingenommen werden, was uns passieren könnte. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Am 22. April fand die letzte wirklich noch große Führerlage, also die Lagebesprechung bei Hitler statt. General Krebs und Major von Loringhoven zum Führer. Er selbst waren, damals der General Krebs und ich als sein Adjutant, waren an diesem Tag, am Vormittag von Zossen, wo wir also dort unser Hauptquartier hatten, fluchtartig hatten wir dort verschwinden müssen, weil die Russen, also von Süden, die Heeresgruppe Korniew, in Richtung Berlin vorgingen. Und wir waren dann über Potsdam am Nachmittag durch das zerstörte Berlin in die Reichskanzlei gefahren. Und bei dieser Gelegenheit kam es zu einer Darstellung der Lage durch Jodl und durch Krebs, die katastrophal war, sowohl im Westen als auch im Osten. Zurück ist verloren! Ich mache nicht mehr mit! Nur generell habe ich völlig auf und betrogen! Und Krebs kam also auch sichtlich gezeichnet, also aus dieser Besprechung heraus und sagte: Kommen Sie, Loringhoven. Hat mir dann alles erzählt, also was da passiert war. Und das war also erstens, dass Hitler zum ersten Mal zusammengebrochen ist dabei. Er hat also den Krieg zum ersten Mal also als verloren angesehen, ist aber gleich dann dazu übergegangen. Er hat dabei also auch geweint, wie mir Krebs gesagt hat. Geweint? Der Führer? Er hatte sich gleich wieder im Griff. Der Führer denkt nicht daran aufzugeben. Er bleibt in Berlin. Keitel und Jodl haben den Auftrag, Entlastungsangriffe vom Süden, vom Westen und vom Norden einzuleiten. Der Führer setzt auf General Wenck. Aber wie stark ist die 12. Armee wirklich noch, Herr General? Dazu auf die 9. Armee und auf die Gruppe Steiner und noch ans Loringhoven. Ja, Herr General. Der Führer will, dass ich mich ab sofort in seiner unmittelbaren Nähe aufhalte. Wir bleiben also hier. Sie wissen natürlich, was das bedeutet. Also wie er mir das eröffnete, fand ich das einen absoluten Schlag und ich fand das eigentlich als ein Todesurteil. Denn ich kannte ja nun durch lange Präsenz also im Oberkommando des Heeres genau die militärische Lage und wusste, was los war. Und es war mir vollkommen klar, dass es hier sich nur noch um wenige Tage handeln konnte und dann würde alles aus sein. Telefonzentrale, Reichskanzlei, Führerwohnung. Nein, Herr Oberst, Feldmarschall Keitel ist im Moment nicht zu sprechen. Ja, gebe ich weiter. Und hat es dich jetzt auch erwischt? Ohne uns bricht der Laden doch hier sofort zusammen. Am 22. April hat Hitler alle entlassen.
Er sagte, er bleibt in Berlin, er wird Berlin nicht verlassen. Und es können ihn jetzt alle verlassen, bis auf die, die bleiben müssen, weil es nicht anders geht. Das hat mich auch erwischt, denn die Technik musste bedient werden. Aber sonst sind sie alle weg. Und was sagt deine Frau dazu? Hab sie immer noch nicht erreicht. Im Moment komme ich nach München besser durch als nach Rudow. Was, die ist immer noch in Berlin? Hat sich nicht ausfliegen lassen. Hat mir einen Notkoffer in die Hand gedrückt und Schluss. Feierbar. Du sagst das alles. Aus dem Führerhauptquartier, 23. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Die Schlacht um die Reichshauptstadt ist in voller Heftigkeit entbrannt. Südlich der Stadt fingen unsere Truppen starke Panzerkräfte der Bolschewisten an der Linie Belitz, Trebin, Teltow, Dahlewitz auf. Der verloren gegangene Bahnhof Köpenick wurde im Gegenstoß wieder genommen. Ein feindlicher Einbruch entlang der Prenzlauer Allee wurde abgeriegelt. Nördlich der Stadt drangen sowjetische Angriffsspitzen bis zur Havel vor, die sie vergeblich zu überschreiten suchten. Prenzlauer Allee. Ist dir eigentlich klar, wo die Prenzlauer Allee liegt, Bubi? Ich bin noch nicht so lange in Berlin. Du hast wirklich eine tolle Karriere gemacht beim Großdeutschen Rundfunk. Als du angefangen hast, hast du über Gebiete und Länder gesprochen. Dann über Flüsse und Städte. Dann über Vorstädte. Und jetzt? Jetzt sprichst du schon über den Bahnhof. Und warte mal ab, du sprichst noch über Etagen. Da gab es auch dann die ersten sehr internen Gespräche bei uns. Wie wird denn das Ende aussehen? Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, wir haben uns das nicht vorstellen können. Im April 1945 war ich noch 19 Jahre alt, im Mai wurde ich dann 20. Und als ich hier nach Berlin kam, wurde ich hier in einen Flakkampftrupp eingeordnet. Bin ich jedenfalls durch ganz Berlin bis zur Friedrichstraße gelaufen. Und wie ich da runterkomme, da sehe ich die beiden Jungs oben hängen. Haben sie zwei aufgehängt gehabt, zwei. Ich habe es später dann, also auch in meinem Alter, waren 19-jährige Panzersoldaten. Das war ein Schock, das kann ich Ihnen sagen. Und dann bin ich ein Stück weiter. Was haben Sie hier zu suchen, Fähnrich Brandmann? Ich bin versprengt. Meine Einheit. Aufgerieben. Wo soll das gewesen sein? In der Nähe des Bahnhofs Weißensee, gestern. Weißensee? Könnte stimmen. Wo wollen Sie jetzt hin? Keine Ahnung. Es muss doch irgendwo eine Truppe geben, die mich noch brauchen kann. Sie wollen sich jetzt nicht zufällig verkrümeln? In Luft auflösen? Ganz bestimmt nicht. Sie melden sich sofort im Reichsluftfahrtministerium Wilhelmstraße. Da gibt es eine Sammelstelle für Versprengte. Zu Befehl. Machen Sie keine Umwege, Fähnrich Brandmann. Wir werden das nachprüfen. Gegen Deserteure und Plünderer wird mit aller Härte vorgegangen. Ich habe erstmal einen Schreck. Ich habe ja mit denen nie was zu tun gehabt. Ich habe die zum ersten Mal so gesehen, praktisch. Ja. Und das war natürlich wirklich eine bedrohliche Situation. Rittmeister Bolt meldet sich zur Stelle. Gut, dass Sie endlich hier sind. Wir sind praktisch auf uns allein gestellt, Sie und ich. Das war eine Katastrophe und ich kann auch keine Erklärung dafür geben. Es gab eine sogenannte Führernachrichtenabteilung, also eine Vermeldeeinheit, also Bataillonsstärke, die speziell also für das Führerhauptquartier und für Hitler also zur Verfügung stand mit allen entsprechenden Mitteln, Telefon, Funk, was man damals so hatte. Und die waren über Nacht verschwunden. Wie können wir unter solchen Umständen die Nachrichtenlage überhaupt erfassen? Für Berlin sind Sie zuständig. Und für die internationalen Ereignisse gibt es ja Reuters.
Die englische Nachrichtenagentur. Haben Sie eine bessere Idee? Sie schlafen oben. Und damals habe ich dann dazu mich entschlossen, die Meldungen, die über den Reuterfunk, also im britischen, vom britischen Radio ausgestrahlt wurden, und dann habe ich geschaut, was melden die Engländer, welche Städte sind also wieder erobert worden, wo finden Gefechte, Schlachten statt und so weiter. Und daraus habe ich dann den Lagebericht also für Hitler zusammengebastelt. Schwester. Ich brauche einen Arzt. Kein Arzt hier. Wir tun, was wir können. Es tut mir leid, aber wir müssen ihre Uniform verbrennen. Morgen sind die Russen hier, spätestens übermorgen. Du hast Hitler gesehen, sagt die andere Schwester. Ja, ich habe ihn gesehen. Am Freitag. Und? Er hat gezittert. Wie Espenlaub. Gut. Bei mir unten wird alles geplündert. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Ein sehr netter älterer Herr war das. Der sagte noch, wir könnten uns auch Garderobe holen. Da kamen wir aber nicht mehr zu. Und da haben wir dann Haferflocken mit Zucker, Grieß mit Zucker oder irgendwie gesagt, die Kartoffelpuffer machen wollen, rohen Kartoffelpufferteig, Zwieback, sowas. Soweit es ging. Ich wurde also als Jude verfolgt, und um einer Deportation zu entgehen, bin ich im Januar 1943 in die Illegalität gegangen. Während dieser Zeit habe ich die Entstehung, die Aktivitäten und das bittere Ende einer Widerstandsgruppe erlebt, die Tausende von Briefen und Kettenbriefen über das damalige Reich geschrieben hat, mit der Aufforderung zum passiven Widerstand. Und all diese Mitglieder dieser Organisation wurden in den letzten Monaten des Jahres 1944 verhaftet. Juden wurden gar keinen Prozess gemacht, aber der Prozess für die nichtjüdischen Mitglieder dieser Organisation hätte am 23. April vor dem Volksgerichtshof in Potsdam begonnen. Aber man hat mich sehr wahrscheinlich so lange in deutschen Gefängnissen geparkt, bis der Prozess begonnen hat, um mich zu vernehmen. Mitkommen! Am 23. April holt mich ein SS-Mann raus. Wir gehen also viele Treppen rauf. Da erwartet mich ein SS-Offizier. Und der hat einen Aktendeckel, in dem blätterte er und fragt mich nach meinem Namen. Hermann. Vorname? Eugen. Wie heißt du? Hermann Eugen. Israel heißt du, Stück Dreck. Hast du das verstanden? Israel! Ja. Verschwinde! Dieser Rauschmiss ist nur zu erklären durch das wahnsinnige Chaos, was in den allerletzten Tagen bei SS und Wehrmacht geherrscht hat. Es gibt keine Begründung dafür. Er hätte mich genauso gut erschießen können. Und in der Firma gehabt bei meinem Vater, da habe ich dann gearbeitet als Schlosser.
Warte mal, guck mal. Sind Sie Bandmann? Jawohl, Herr Leutnant. Sie übernehmen sofort eine Gruppe von 3 Unteroffizieren und 24 Mann. Sie haben Glück, Fähnrich. Das sind überwiegend erfahrene Frontsoldaten, zum Teil mit hohen Auszeichnungen. Ich weiß, dass Ihre Kampferfahrung begrenzt ist. Aber in dieser Situation muss jeder Soldat über sich hinauswachsen. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Leutnant? Nur zu. Stimmt es, dass der Reichsmarschall Göring sich seit einigen Tagen nicht mehr in Berlin befindet? Der Reichsmarschall hat vom Führer wichtige Aufgaben in Süddeutschland bekommen. Und wir kämpfen hier noch, Herr Leutnant? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich bin kein Feigling und auch kein Deserteur, aber ich muss wissen, warum wir hier noch kämpfen. Sie und Ihre Männer bekommen hier Waffen und Munition. Wir haben nagelneue MG-42 gekriegt, das waren die schnellschießendsten, die wir hatten überhaupt, ja. Und die ganzen Taschen voller Munition haben wir uns gepackt, Handgranaten haben wir gekriegt, Eierhandgranaten, Panzerfäuste. Also ich hatte große Angst. Ich war zwar befreit aus dem Verlies dort, aber ich hatte keine Papiere. Ich habe überhaupt keine Papiere. Ich trug keine Uniform, was überhaupt das Auffälligste war. Und ich musste noch mal wieder verschwinden. Die Russen waren zwar in der Nähe, aber haben ganz Berlin noch nicht besetzt gehabt. Draußen auf der Großhamburger Straße waren Trümmer, es waren Ruinen zum Teil da, es stank brenzlig nach Qualm, nach Rauch. In der Ferne hörte man Geschütz donnern. Und ich bin dann von Hausflur zu Hausflur gerannt. Ein Onkel von mir, es war nicht direkt ein Onkel, aber bei dem ich auch mal versteckt war während der Illegalität, der war bei der Reichsbank angestellt als Chauffeur, als Fahrer. Und der hatte immer gesagt, wenn es mal ganz schlimm kommt, wenn wir Angst haben, hier in Schöneberg zu wohnen, dann gehen wir in die Reichsbank. Dort habe ich was vorbereitet, dort fühle ich mich sicherer als hier in einem Wohnhaus in Berlin. Das wusste ich, dass der da war. Oder ich hoffte, dass ich ihn dort finden würde. Haben Sie Nachricht von der Familie? Nein, schon seit Wochen nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Warum meldet sich auch? Das ist schwer mit dieser Zeit. Raus hier! Das ist eine Privatwohnung! Onkel Willi! Gottes Willen. Eugen. Wie siehst du denn aus, Junge? Wir dachten, du wärst tot. Hat nicht viel gefehlt. Und ich habe gesagt, nun, guck nicht so, nur tut was und besorg mir Wasser, besorg mir Seife, besorg mir ein paar Klamotten, die ich anziehen kann. Hier, das könnte dir passen. Danke, ich muss mich erst noch waschen. Und wenn dich jemand hier findet? Die Russen sind schon ganz in der Nähe. Wir können dich nur verstecken, wenn du Tag und Nacht in diesem Raum bleibst. Das musst du mir versprechen, Eugen, hörst du? Es wird heute Nacht verbrannt, das ganze Nazi-Zeug. Sag mal, Onkel Willi, warst du nicht in der Partei seit 33? Wer war denn nicht in der Partei? Musste man ja praktisch. Jetzt heißt es, sich auf die neue Zeit vorzubereiten. Dieser Stalin soll ja gar nicht so übel sein, hört man. Die Kommunisten haben jedenfalls das deutsche Volk nicht ins Unglück gestürzt. Und dann legst du ein gutes Wort für uns alle bei den Russen, Eugen. Das bist du uns schuldig, mein Junge. Thank you.
Musik, Ivan Stepanovic? Besser als Musik. Ich war Leutnant in einer Gardearmee. Das war die Armee, die seinerzeit Stalingrad verteidigt hatte, 1942, und dann umgewandelt wurde in die 8. Gardearmee. Meine Tätigkeit bestand darin, dass ich in einer Abteilung war, die nannte sich offiziell Abteilung für die Arbeit unter den Soldaten und der Bevölkerung des Gegners. Das war also eine Abteilung, ich würde sagen, der psychologischen Kriegführung, die sich mit der Verbreitung von Flugblättern, mit Rundfunksendungen an der Hauptkampflinie befasste und anderes Arbeiten machte, um einen Einfluss auszuüben auf die Wehrmacht. Wie weit tragen deine Lautsprecher, Genosse Leutnant? 3 Kilometer mindestens. Wenn der Wind richtig steht, vielleicht noch weiter. Ja, dann dreh mal voll auf. Was soll das? Uns entstand also der Eindruck, als ob an einer ganz bestimmten Stelle dort an der Spree und an der Dahme jetzt versucht wird, Pontonbrücken zu errichten. In Wirklichkeit sollte der Übergang über die Spree und die Dahme an einer ganz anderen Stelle erfolgen. Ist auch erfolgt. Das war einer der Gründe, dass die Brücke dort in Köpenick nicht mehr gesprengt wurde. Im Grunde genommen sind ja die meisten Brücken noch vor dem Einmarsch der Roten Armee in Berlin gesprengt worden von der Wehrmacht. Akustische Kriegsführung! Kein schlechter Trick, Ivan Stepanovic. Sag mal, Genosse Leutnant, du musst doch die Deutschen mehr hassen als wir. Ich bin Deutscher. Du bist Jude. Und als ich dann nach Berlin kam, fühlte ich natürlich sehr stark, dass ich doch in das Land zurückgekommen bin, das ich als 11-Jähriger verlassen hatte, aber das ich nicht vergessen hatte. Und ich muss Ihnen ganz offen sagen, ich fühlte mich in erster Linie nicht als Jude, sondern als Deutscher. Ja? Mit allem, was damit zusammenhängt. Und auch in Kenntnis, ich meine, wir wussten sehr genau, wie das Schicksal der Juden gewesen ist. Nachts um 2 bin ich mit denen dann abmarschiert. Ich habe dann den Befehl gekriegt, Richtung Andreasstraße, Frankfurter Allee, Ecke Blumenstraße, dort Frankfurter Allee, das abzuschirmen und zu sichern, dass der Russe da nicht durchkommt. Ob wir das geschafft hätten, kann ich heute nicht sagen. Da vorne, das könnte die Frankfurter Allee sein. Woher soll ich das wissen? Ich war auch nicht aus Berlin, ne? Cuxhaven. Und Sie? Kennen Sie sich hier aus? Mhm. Königreich von Stadtland. Natürlich ein bisschen Esswaren, Mehl, Zucker und was es alles nur noch gab, da haben sie geklaut, um zu leben. Wir haben die auch laufen lassen, wir haben da nichts mitgemacht. Wir mussten ja selbst sehen, wo wir bleiben. Ich habe zum Beispiel mir dann mein Kochgeschirr mit Bonbons vorgemacht, das war meine Nahrung. Und was anderes hatten wir nicht. Aus dem Führerhauptquartier, 24. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In der Schlacht um die Reichshauptstadt stießen die Bolschewisten trotz erbitterten Widerstandes unserer Truppen- und Volkssturmeinheiten bis in die Räume südöstlich Brandenburg, südlich Potsdam, nördlich Königs Wusterhausen, in die Randgebiete der östlichen und nördlichen Stadt.
An der nördlichen Ruderfront griff der Feind bei Schweden vergeblich an. Konnte seine Brückenköpfe zwischen Garns. Weißt du überhaupt, dass Berlin von den Russen so gut wie eingeschlossen ist? Ich muss los. Kommst du wieder? Welcher Wochentag ist heute? Montag. Nein, Dienstag. Mein Glückstag. Mein Dienstgrad war Rotenführer. Und in der Flakabteilung 1, Reichsführer SS. Gradmelder, ja. Den wirst du noch brauchen. Danke. Ja, ich hab mich einmal verfahren in der Berliner Straße. Das ist auch ein Prenzlauer Berg da draußen. Ne? Und da bin ich reingefahren, da steht ein russischer Panzer vor mir. Ne? Da habe ich Herz gemacht und wieder weg. Ne? Sie dürfen sich diesen Soldatenhaufen, der Berlin verteidigt hat, nicht mehr als homogene Einheit vorstellen. Da war das Haus Nummer 26 oder ein Zug von der Wehrmacht verteidigt, das Haus Nummer 27 oder ein Trupp von der SS verteidigt und dergleichen. Aber vor einer gemeinsamen Befehlsstruktur war nichts mehr vorhanden. Hey, wo sind die anderen? Keine Ahnung. Scheiße. Ich war natürlich erstaunt, dass sowas passieren konnte, aber was sollte ich machen? Ich konnte gar nichts machen. Zu dem Zeitpunkt war ja überhaupt keine Möglichkeit, jemanden zu bestrafen oder irgend sowas, oder irgendeinen zu suchen. Das war überhaupt nicht möglich. Musste man so hinnehmen. Habe ich auch gemacht. Was jetzt? Wir warten. Auf was? Frag mich was Leichteres, Mann. Ich dachte, es sind deutsche Soldaten. Und plötzlich sah ich an den Mützen, dass es Russen waren. Ja? Da bin ich natürlich wie der Blitz wieder in den Keller und habe gesagt, Kinder, die Russen sind da. Und dann ist sie mir gesagt, ach, sie irren sich, so unmöglich. Sind deutsche Soldaten hier drin? Nein. Ganz sicher. Ganz sicher. Gut. Waren russische Soldaten schon hier? Also im Moment fiel uns allen ein Stein vom Herzen, wie man so sagt, ja. Und dann hieß es, na Gott, der ist ja so nett und ja, es wird vielleicht doch nicht so schlimm. Und naja, das war dann noch so eine, wie man sagt, eine Gnadenfrist, die uns beschert war. Ne? Zusammen mit meinem Ordnanzoffizier, dem Bold,
waren wir die Einzigen, die da wahnsinnig arbeiten mussten. Denn wir waren von morgens bis Mitternacht dabei, zu versuchen, noch irgendwelche Meldungen zu erreichen, um eine Lagedarstellung zu bringen für Krebs und auch für Hitler. Es gab keine normalen Meldungen mehr, wie man sie sonst also in dem Tagesverlauf hatte, sondern man war gezwungen, aus allen möglichen Quellen zu versuchen, etwas zu erfahren, was sich eigentlich da überall noch tat. Ja, guten Tag, gnädige Frau. Hier spricht Rittmeister Bolt aus der Reichskanzlei. Nein, das ist kein Witz. Sagen Sie, gnädige Frau, sind die Russen schon bei Ihnen in der Gegend? Ja, natürlich. Wir tun hier, was wir können. Auf Wiedersehen, gnädige Frau. In Charlottenburg sind Sie jedenfalls noch nicht. Aber in Wilmersdorf hatte ich vorhin einen Russen am Apparat. Ein Wunder, dass das Telefon noch funktioniert. Мы обратили внимание на то, что в Берлине работает телефон. И что мы тогда сделали? Мы брали эти книги, бухи, в разбухе с телефонами, значит... Plötzlich merkten wir, dass in Berlin das Telefon noch funktionierte. Und was machten wir? Wir nahmen uns ein Telefonbuch von Berlin, suchten das entsprechende Viertel und dann wählten wir irgendwelche privaten Nummern. Wir wollten hören, wer sich dort meldet. Unsere Strategie war folgende. Wenn wir deutsche Stimmen am anderen Ende hörten, dann antworteten wir mit ein paar starken russischen Ausdrücken und Flüchen. Und das war dann das Ende des Gesprächs. Aber wenn wir eine russische Stimme hörten, wussten wir, unsere Leute sind schon da. Dann konnten wir die notwendigen Details in Erfahrung bringen und die wichtigen Koordinaten der deutschen Stellungen auf die Karte übertragen und konnten dann Bericht an unsere Kommandeure erstatten. So haben wir das gemacht, um uns Überblick zu verschaffen. Marschall Schukow hat vor 2 Stunden einen Stadtkommandanten für Berlin ernannt. Woher wissen wir das? Von Reuters natürlich. In London wissen Sie inzwischen genauer, was in Berlin los ist, als beim OKW. Und wer ist der Mann? Ein gewisser Bersarin. Generaloberst Nikolai Erastowitsch Bersarin, Kommandeur der 5. Stoßarmee der 1. Bielorussischen Front. Und was wissen wir über den? Nichts. Außer, dass die Engländer melden, dass er seine Kommandantur in Karlshorst eingerichtet hat. Spülen bitte. Noch einen Tee, Nikolai Rastowitsch? Na ja. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Mein Chef hat mir eine neue Aufgabe zugedacht. Welcher Chef? Marschall Schukow höchstpersönlich. Er hat mich zum Kommandanten von Berlin gemacht. Trauen Sie sich das etwa nicht zu? Verstehen Sie, Klavdia Alexejewna? Ich bin mein Leben lang Soldat gewesen. Ich habe gelernt zu kämpfen. Und auf einmal soll ich nicht mehr gegen die Deutschen kämpfen, sondern ihnen helfen. Ich soll helfen, ein neues Berlin aufzubauen. Krankenhäuser, Schulen, Betriebe, Fabriken neu errichten. Kurz, ich soll ihnen helfen, ein normales Leben wiederherzustellen. Und das nach 12 Jahren Faschismus. Und dann sagte er wirklich, das ist eine Riesenarbeit und dafür habe ich auch schon etwas Angst. Und dann habe ich gesagt, Sie sind der richtige Mann dafür. Gehen Sie es an. Was bleibt mir anderes übrig? Ich meine, es war ein großes Glück, dass der erste Kommandant von Berlin General Bersarin war. Während in vielen Stadtteilen noch erbittert gekämpft wird, hat die Rote Armee einige Randbezirke Berlins bereits besetzt. Ihr braucht keine Angst mehr zu haben. Der Krieg ist für euch vorbei. Für den Hitlerfaschismus ist er schon lange verloren. Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Rote Armee ist gekommen, um euch zu befreien. Der Hitlerfaschismus hat ganz Europa und die ganze Welt ins Unglück gestürzt. Nun ist es an der Zeit, ein neues, ein besseres Deutschland aufzubauen. Darauf haben wir seit Jahren gewartet, Genosse Leutnant. Seit heute
Dienstag, den 24. April 1945, ist Generaloberst Bersarin Stadtkommandant von Berlin. Aber in Berlin wird noch gekämpft, Genosse Leutnant. Der erste Befehl des Stadtkommandanten lautet: Erstens, die Bevölkerung der Stadt hat volle Ordnung zu bewahren und an ihren Wohnsitzen zu verbleiben. Zweitens, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei und alle ihr unterstellten Organisationen sind aufzulösen. Ihre Tätigkeit wird hiermit verboten. Elftens, Verbände der Roten Armee und einzelne Militärangehörige, die in Berlin eintreffen, sind verpflichtet, nur in den von den militärischen Bezirks- und Revierkommandanten angewiesenen Unterkünften Quartier zu nehmen. Angehörigen der Roten Armee ist ohne Erlaubnis der militärischen Kommandanten die eigenmächtige Aussiedlung oder Umsiedlung der Einwohner, Entnahme von Gütern und Werten und Hausdurchsuchungen bei den Stadteinwohnern verboten. Woher sprechen Sie so gut Deutsch, Genosse Leutnant? Ich bin hier geboren. Aber das ist eine lange Geschichte. Ich war ja immer gegen die Nazis als alter Sozialdemokrat. Aha. Menschen wie mich brauchen sie jetzt. Wie hieß der Vorsitzende der SPD vor 1933? Das war der. Also, mir liegt es auf der Zunge. Nun ja, also, das Phänomen bin ich die ganze Zeit gestoßen, wenn ich mich mit Einzelnen unterhalten. Aber ich meine, es war nie jemand Mitglied der NSDAP gewesen oder einer anderen Organisation. Und ich glaube auch, wenn ich das hochgerechnet hätte, und hätte ich festgestellt, dass es von ungefähr 65 Millionen Deutschen 64 Millionen Kommunisten und Sozialdemokraten gegeben hätte, vielleicht. Da habe ich für einen Offizier habe ich, Pillen holen müssen. Ich weiß ich nicht, waren es Aspirin oder sonst irgendwas, Pervitin oder dergleichen. Und die habe ich holen müssen bei einem Obersturmführer. Ich glaube, das war der Stumpfecker, hat der geheißen, der Arzt in der Reichskanzlei. Sie schon wieder. Obersturmbannführer Persch braucht dringend seine Medikamente, Herr Doktor. Wohl ziemlich schwache Nerven, der Mann. Lassen Sie sich hier nicht so schnell wieder blicken. Zu Befehl, Herr Doktor. Sagen Sie, Rottenführer, wo stehen die Russen? Die sind schon überall in der Stadt. Ungefähr 2,5 bis 3 Stunden später kam dann der nächste Russe. Der ging in den ersten Keller rein, da war ja der Eingang. Und ich hörte nur, wie er sagte, Uri, Uri, Uri. Uri. Jedenfalls, er sammelte eine Menge Uhren ein. Soll ich Ihnen schildern, wie er aussah? Uri. Es war ein Kirgise oder sowas ähnliches. Er sah aus wie Genghis Khan's Sohn, so in dem Sinne, verstehen Sie? Auch die Mütze so auf, diese Pelzmütze auf und so. Ja, also, er wird nicht alt gewesen sein. Ich schätze ihn so Mitte 20, Ende 20. Ihr Kamerad, gute Uhr. Frau, und? Und dem, wie das Wort Frau kommt, fiel. Ja, da war mir klar, dass es uns an Kragen geht. Und die nahm er mit raus. Und wir waren mäuschenstill. Natürlich waren sehr viele Raubfälle, sehr viele Vergewaltigungsfälle. Das kann man nicht lügen, das war so. Ich habe gesehen, dass ein paar Soldaten ein junges Mädchen also in einem Keller geführt, ja. Und dann standen sie Schlangen und gingen zu diesem Keller. Und was haben sie dort gemacht? Ich habe nur Gedanken.
nahm er mich mit raus. Und ich musste auch vor ihm gehen. Und er drängte mich in eine Kellernische und hat mir unverständlich zu verstehen gegeben, was er wollte. Er machte seine Hose auf und ich sagte nein und fing an, mich zu wehren. Und da habe ich, weiß ich nur, dass ich da so irgendwie mit diesem Gewehrkolben hatte, mir wohl eins auf den Kopf gehauen. Im Moment war ich wohl weg. Und wie ich dann wieder zu mir kam, lag ich da auf dem Kellerfußboden. Mein Rock war zerrissen und es war ein Wunder, dass er mich nicht erschossen hat. Was hat er mit dir gemacht? Ich hatte solche Angst. Ich habe vor Schreck den ganzen Flur voll gepinkelt. Da ist ihm die Lust vergangen. Hier können Sie jedenfalls nicht mehr bleiben. Wir kommen garantiert wieder zurück. Wo sollen wir denn hin? Mir wird schon was einfallen. Ich weiß nicht, wie sagt man Deutsch. Das war schrecklich. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht akzeptiert. Ich könnte das nicht. Aber man muss diese Leute auch verstehen. Manche waren mehr als 4 Jahre keine Frau gesehen. Nur in Polen haben sie schon gesehen. Manche Leute wussten, dass sie haben ganze Familien verloren. Vorbei, die haben überhaupt nichts. Die wollen nur einen Verwundetenausweis. Aha. Gut, was ist passiert? Granatsplitter. Drüben an der Frankfurt-Allee. Welche Einheit? Niemand übrig. Die Hände sind abgehauen, die anderen sind gefallen. Wenn du dein Bein behalten willst, solltest du dich jetzt ein paar Stunden ausruhen. Und da konnte ich dann eine Nacht schlafen auf einer Trage. Soldat? Ich? Nicht Soldat, nee. Hier. Mein Bein ist kaputt. Wodka. Danke. Wo ist Frau? Hier ist keine Frau. Willkommen. Aber dann Frau. Bueno. Bueno. Was ist? Und da bin ich in diesem Buffet, muss ich sagen, bis zum frühen Morgen habe ich da gelegen. Ich bin 1000 Tode gestorben. Ich habe immer gedacht, die kommen zurück und vielleicht schießen sie so eine MP-Garde, also so eine Salve da rein, verstehen Sie? Und ich liege da drin. Und also da habe ich gedacht, nein, noch eine Nacht bleibst du nicht in diesem Buffet. Keine Ahnung, abgehauen. Und was wird jetzt aus mir? Die meisten Leitungen sind immer noch tot. Was sagt der Wehrmachtsbericht?
In der Schlacht um Berlin wird um jeden Fußbreit gerungen. Im Süden drangen die Sowjets bis in die Linie Babelsberg-Zehlendorf-Neukölln vor. Im östlichen und nördlichen Stadtgebiet dauern heftige Straßenkämpfe an. Das ist längst überholt. Schukows 47. Armee hat sich heute bei Kerzin mit der 4. Gardepanzerarmee von Konya vereinigt, meldet London. Damit ist der Ring um Berlin endgültig geschlossen. Goebbels will seine Kinder kommen lassen. In den Führerbunker. Wundert Sie das? Als Gauleiter von Berlin kann er es sich nicht erlauben, seine Familie in Sicherheit zu bringen. Ich jedenfalls werde in diesem erbärmlichen Loch nicht tatenlos verrecken. Mich doch schon ein furchtbarer Schreck gefasst und ein wahnsinniges Mitleid mit diesen Kindern, weil mir die Angst in mir aufstieg, diese Kinder kommen hier nie wieder raus. Natürlich hat man sich dabei Gedanken gemacht, wie gibt es eine Möglichkeit, das hier rauszukommen, zu entrinnen. Denn ich fühlte mich ja auch in keiner Weise innerlich irgendwie gebunden an Hitler. Ich war gut, der Eid, aber das war nur irgendwie, war das schon vorbei, das war das Ende. Augenblick, ich verbinde mit General Burgdorf. Nichts zu tun, Hannes? Die Ventilation hält noch ein paar Wochen durch, mindestens. Die Luft hier unten wird trotzdem immer schlechter. Ich tue, was ich kann. Vielleicht kommen wir hier doch noch raus. Glaubst du auch selbst nicht, Rochus? Ich habe da heute früh was aufgeschnappt. Bis zum letzten Augenblick hofft man immer noch. Auch wenn Hitler gesagt hat, er bleibt in Berlin, haben wir noch gehofft, vielleicht wird er sich doch noch überlegen. Denn die Maschinen standen nördlich von Berlin bereit. Mit diesem Flugzeug hätte Hitler gleich wo in der Welt fliegen können. Und da haben wir immer noch gekauft. Naja, vielleicht überlegt er sich doch. Ich brauche Verbandszeug sofort. Sie können die Männer doch hier nicht einfach so verrecken lassen. Der Niemirski, nicht gut. Und dann zeigt ich auf Weißen See, da sagt er, gut, der Ruski. Und da habe ich dann gesagt, da meine Mama und da mein Papa. Und Papa ist schwer krank. Und da konnte ich dann noch mal mit ihm telefonieren. Papa? Papa? Ja, mir geht's gut. Seit gestern sind die Russen hier. Nein, nein, sie haben mir nichts getan, aber... Wodka? Sie geben euch wirklich Wodka? Pass bloß auf, dass du bald wieder gesund wirst, Papa. Und da konnte ich meinen Vater beruhigen und konnte ihm sagen, wir sind alle zusammen, was ja nicht stimmte. Ja, Mama geht's. Aber ich darf nur mit ihm sprechen, weil ich ihm die Schwesterntracht trage. Danach war auch Schluss, dann sind wir raus. Und meine Mutter wusste ja auch nicht, was aus mir geworden ist. Ich wusste auch nicht, was aus meiner Mutter geworden ist. Aus dem Führerhauptquartier, 26. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Im Raum Berlin wurden gestern von beiden Seiten Reserven in die Schlacht geworfen. Im Südteil der Reichshauptstadt toben schwere Straßenkämpfe in Zehlendorf, Steglitz und am Südrand des Tempelhofer Feldes. Im Osten und Norden leisten unsere Truppen am Schlesischen und Görlitzer Bahnhof sowie in Tegel und Siemensstadt erbitterten Widerstand. Auch in Charlottenburg ist der Kampf entbrannt. Zahlreiche Panzer der Sowjets wurden in diesen Kämpfen vernichtet. Berlin, die Stadt der Warenhäuser. Da waren Häuser und da waren Häuser. Wisst ihr, wie die da draußen zu Charlottenburg sagen? Klamottenburg. Steglitz, steht nix. Lichterfelde West,
Trichterfelde West liegt gleich neben Lichterloh Ost. Und wir sitzen hier in einem schallisolierten Bunker und verbreiten die Märchen des OKW. Da kann ihm selbst der Galgenhumor ein wenig vergehen. Das ist eine bessere Idee, mein schmaler Bubi. Es ging jeden Tag ein anderer Stadtteil durch den Nachrichtendienst, durch den Wehrmachtbericht. Und es war ja so, heute war es Tempelhof und morgen war es Charlottenburg. Und dann war es Hallensee und dann waren die Kämpfe in Charlottenburg. Und dann haben wir gesagt, Gott, Hallensee ist der Funkhaus, ist der Funkturm und Charlottenburg ist auch der Funkturm. Es war also dann doch immer wieder näher. Die haben wir noch gesehen, dass da die ersten weißen Fahnen ausgehängt wurden. Und da erinnere ich mich deutlich, dass unsere Stellung wurde verstärkt durch ein Infanteriegeschütz, dass da die Kanoniere da vor Wut, da hängt einer die weiße Fahne aus, so 3 Meter neben die weiße Fahne mit einer Granate, also aus dem Infanteriegeschütz, draufgeschossen haben. So eine Sauerei, wir machen hier unten Krieg und ihr ergebt euch schon. Wie der Glaube an den Endsieg, den könnt ihr doch nicht aufgegeben haben. Nicht gut, Mädchen. Es geht schon, Schwester Martha. Kipp mir hier bloß nicht um. Exitus. Als die Schwester morgens kam und sagt Exitus, ich habe nur Latein gehabt, wusste ja gleich, was los ist. Ja. Aber da war ich natürlich auch schockiert. Ich dachte, das kann doch nicht sein, Menschen, die alle tot hier, die hier liegen. Aber es war nun mal so. Es war ja nur eine Not. Ein Notlazarett, nicht? Und wir hatten ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Und ich weiß, dass ich auch manchmal natürlich versucht habe, mich da manchmal rangesetzt habe und wenn die stöhnten und Zusprüche zu sagen, es kommt Hilfe und sie werden es überstehen oder irgendwie versucht, Trost zu sagen mit einfachen Worten, die ich als 16-Jährige immer hatte. Schwester. Sieht gar nicht so schlimm aus. Ach, was verstehst du denn davon, Mädchen? Das Mädchen heißt Jutta. Besser als ein Bauchschuss ist das auf jeden Fall. Auch wahr. Wann kommt der Arzt? Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht mehr rein. Du doch jetzt nicht mehr, oder? Willkommen. Kann ich die dann haben mit der Munition? Hey, ich bin alt genug. Was habe ich gemacht? Ich habe es ihm alles gegeben. Ich war froh, dass ich los war. Hätte ich nicht machen sollen, aber in dem Moment dachte ich, was sollst du damit noch? Das wäre später nachher auch gefährlich gewesen. Da hätte ich gar nicht gewusst, wo ich sie lassen soll, als wir in die Gefangenschaft kamen. Der wollte kämpfen. Das war eindeutig. Die Jungs waren ja alle so von der Erziehung her fanatisiert, dass sie das noch nicht geglaubt haben. Die haben das auch noch nicht geglaubt, dass es Schluss ist. Sturmabführer, ich kann nichts mehr für ihn tun. Er muss sich seine Drogen woanders suchen. Zum Befehl, Herr Doktor. Am 26. April habe ich Adolf den Letzten gesehen. Da habe ich nicht gewusst, hält er die linke Hand oder hält er die rechte Hand. Und da ist er reingegangen in den Kommandoraum. Da habe ich ihn nicht gegrüßt.
Das war das Einzige. Ja, ich war so perplex, dass da war, du bist der Letzte auf der. Hat sich aber niemand gestört, weder von seiner Begleitung noch er. Ja, Fernamt München? Können Sie mir helfen, Kollege? Es ist dringend. Ja, ich warte. Das Verteiler am Britz, das war gestört. Ich habe keinen Anschluss bekommen. Habe ich dann einen Kollegen sagen, können Sie ihn von München aus eine Berliner Nummer anwählen? Na ja, sicher, warum nicht? Telefonzentrale Reichskanzler. Ja, München, endlich. Danke trotzdem, Kollege. Verdammte Scheiße. Kein Anschluss? Vorgestern habe ich meine Frau in Rudow noch erreicht. Vorgestern ist verdammt lang her. Da waren die Russen noch nicht im Zentrum. Wenn ihr was passiert ist. Muss ich denn noch hier bleiben? Ein paar Tage kann es schon noch dauern. Unten ist Chaos. Wo sind die? Toben sich aus. Ja, da erzählt das also, dass die, wenn die Frauen Wasser geholt haben, haben dann viele Soldaten sich dann gleich versucht, die Frauen zu schnappen. Ne? Dann sind zwar die Offiziere dazwischen gegangen, aber die sind der Horde nicht Herr geworden. Ne? Und die Offiziere haben schon versucht, tagsüber wenigstens Ordnung zu schaffen, aber es war natürlich sehr schwierig. Ne? Tut's noch weh? Das ist nicht das Schlimmste. Ich habe Angst, dass ich schwanger bin. So schnell geht das nicht. Wenn wir das hier überleben. Ja. Ich habe letzte Nacht von der Ostsee geträumt. Von Heringsdorf. Wenn ich da noch mal hinkomme. Das wird schon. Ach, das hier ist für Sie. Wo haben Sie das denn hier? Ich mir ein Russe geschenkt. Ein Russe? Gibt solche und solche. Da hörte ich mit einmal Kettenrasseln auf dem Hof, Panzerkettenrasseln und ganz entfernt russische Wörter. Ich wusste also, die Russen waren da. Da war also kein Halten mehr für mich. Ich war also erpicht darauf, so schnell wie möglich die Russen zu begrüßen. Für mich waren die Russen ja doch, ihnen habe ich alles zu verdanken. Was wollen Sie? Ich wollte Sie nur begrüßen. Eugen Herrmann, mein Name. Ich bin Jude. Die Gestapo hat mich eingesperrt und meine Mutter ist in Theresienstadt. Und ich wollte Ihnen nur sagen, wie glücklich ich bin, dass Sie endlich hier sind. Jude? Ja, Jude. Jude in Berlin. Ich möchte mich Ihnen zur Verfügung stellen. Kann ich was für Sie tun? Gibt es irgendeine Arbeit, die Sie mir geben können? Der hat also abgewinkt, Hilfe von mir brauchten sie nicht. Er hat dann einen Zettel genommen, hat irgendetwas draufgeschrieben auf den Zettel, was ich leider nie feststellen konnte, was es war. Ein anderer hat dann einen dicken Stempel drauf gemacht, hat mir den Zettel in die Hand gedrückt und damit war ich Luft für sie. Damit war Schluss. Dann haben sie sich ihren Gesprächen weiter gewidmet und ich stand da. Das war's dann wohl. Denk hatte doch nie eine Chance. Nicht gegenüber 2 Millionen Mann von Schukow und Konjew. Und diese doch letztendlich weit, weit unterlegenen Kräfte,
der Armee Wenck konnten sie nicht halten und mussten noch am selben Abend zurückgehen. Und das erfuhren wir auch, also am selben Abend noch. Und da sank natürlich dann der Pegel der Hoffnung, also innerhalb des Bunkers wieder, also ganz tief herunter, weil das war die letzte Chance noch gewesen, von denen man sich noch etwas versprechen konnte. Bleibt also nur noch eine letzte Frage. Und die wäre, Herr General? Kugel oder Kapsel? Keine sehr einladenden Alternativen. Der Führer hat sich entschlossen, im Bunker zu sterben. Er hat keinesfalls die Absicht, als Partisan in den märkischen Wäldern herumzuirren. Oder gar leben, den Russen in die Hände zu fallen. Und als germanische Bestie in einem Panoptikum auf dem Roten Platz zur Schau gestellt zu werden. Sie, Herr General? Vorerst scheinen die Vorräte an erstklassigem französischen Cognac hier unten nicht auszugehen. Und dann? Sollte man sich also erschießen oder soll man sich in die Schläfe schießen, soll man sich in den Mund schießen mit der Pistole, nimmt man die Kapsel. Ich habe keine gekriegt, aber die Großkopfeten hatten natürlich solche Kapseln da. Die Leute hatten alle gar nichts mehr zu tun. Es gab ja nichts mehr. Es gab ja keine Besprechungen mehr. Es kamen keine Leute von außen her. Und die beschäftigten sich dann also mit der Frage, was passiert, wenn es nur der Russe also in die Bunker eindringt. Aus dem Führerhauptquartier, 28. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. In dem heroischen Kampf der Stadt Berlin kommt noch einmal vor aller Welt der Schicksalskampf des deutschen Volkes gegen den Bolschewismus zum Ausdruck. Während in einem in der neuen Geschichte einmaligen, grandiosen Ring die Hauptstadt verteidigt wird, haben unsere Truppen an der Elbe den Amerikanern den Rücken gekehrt, um von außen her im Angriff die Verteidiger von Berlin zu entlasten. Der müsste dir eigentlich passen. In den inneren Verteidigungsring ist der Feind von Norden her... Ich will doch nur, dass du übrig bleibst. ...von Süden her über das Tempelhofer Feld eingebrochen. Am Halleschen Tor, am Schlesischen Bahnhof und am Alexanderplatz hat der Kampf um den Stadtkern begonnen. Sehe ich dich wieder? Nicht in den nächsten Tagen. Was wird aus mir, wenn die Russen hier sind? Halle, sag mir die Wahrheit. Nein, das habe ich ja nicht gesagt. Nein. Auch nicht aufmunternde Worte. Ne? Das ist eben so und wir können es nicht ändern. Es wäre zwecklos gewesen, eine Frau in dieser Situation anzulügen. Das geht nicht. Willst du dich etwa hinlegen, Bubi? Hast du eine bessere Idee? Drüben, da tobt das nackte Leben. Das solltest du dir nicht entgehen lassen. Im Funkhaus selbst, ich bin noch mal rübergegangen in die Kantine. Da habe aus der Kantine irgendwas geholt und bin durchs Haus gegangen. Wir hatten sehr viel Kriegerwitwen bei uns, Frauen, deren Männer an der Front waren. Und die in den Abteilungen wurde dann Abschied vom Leben gefeiert. Wenn sie uns schon erschießen, dann wollen wir nicht ganz klar in den Tod gehen. Das Leben ist nur noch im Suff zu ertragen. Und damit fielen eben Hüllen in einer Form, wie sie auch für einen jungen Menschen unfassbar waren. Ha ha ha!
handelt mit den Westalliierten. Kann nicht wahr sein. Der Reichsführer SS. Der Treueste der Treuen. Hat auf eigene Faust eine Teilkapitulation angeboten. Die Meldung ist frisch von Reuters, aber es gibt keinen Zweifel, dass sie stimmt. Und das hat dann alles andere zur Folge gehabt. Das hat die Hochzeit zur Folge gehabt, das hat das Schreiben der Testamente zur Folge gehabt. Und das hat dann eben auch letztendlich dazu geführt, dass dann auch Leute rausgeschickt wurden mit den Testamenten. Und das war eigentlich die Auflösung. Mit einmal erscheint Bormann also in der Tür, offensichtlich ziemlich voll geladen, und sagt, guckt uns an, bewundernd, sagt, ach, ihr arbeitet immer noch. Also wisst ihr, wenn wir hier je rauskommen, da kriegt jeder von euch ein Rittergut. Das ist wirklich passiert. Also, aber bei uns war nicht nach Rittergütern zumute. Habe ich eben ein Gespenst gesehen? Oder war das wirklich der Parteigenosse Martin Bormann? Ein Gespenst namens Bormann. Wer ist denn der, Hannes? Den habe ich hier noch nie gesehen. Und das ist der Standesbeamte. Sag das nochmal. Ja, das ist der Standesbeamte, der Chef will heiraten. Das gibt's doch nicht. Doch. Naja, der kam hin und dann, naja, um die Ecke und zum Eingang von Hitler, da haben sich dazu gesellt Bormann und Goebbels. Es kam so ein bisschen spießig vor, also einfach, dass da noch so kurz vorm Tode, also da nochmal also die Unterschrift auf die Urkunde gesetzt wurde. Sie sind die Fachleute, die ich brauche. Sie müssen uns helfen, das neue Berlin aufzubauen. Ihr neues Berlin. Wer von Ihnen ist Witt? Ich. Sie leiten ab sofort das E-Werk in Rummelsburg. Ja, ja, ich weiß. Sie waren bisher nur Ingenieur dort, aber man hat sie mir empfohlen. Glauben Sie etwa, ich sei mein Leben lang Kommandant europäischer Großstädte gewesen? Ich war Buchbinderlehrling und mit 15 habe ich mich freiwillig zur Armee gemeldet. Bei Versailles war es noch deutlicher als das, was ich bei vielen anderen erlebt habe. Die sofortige Veränderung von früheren Militärkommandanten oder sogar Militärs, die also Krieg führten, Offensiven gestalteten und in dem Moment, wo der Krieg zu Ende war, sofort begriffen, jetzt haben wir eine vollkommen neue Situation und neue Aufgabenstellung. Wir können nicht warten, bis die Kämpfe in Berlin endgültig vorüber sind. Wir müssen jetzt anfangen, die Zivilbevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Ich suche hier Frauen auf, die um Milch für ihre Babys betteln. Diese Stadt darf nicht verhungern! Und dann war dieser furchtbare, auch ein Anblick, den ich nie vergessen kann. Da lag ein durch Beschuss getötetes Pferd auf der Erde. Und ich sah Frauen und Männer mit Schüsseln und Messern dahinlaufen und die schnitten aus dem Hinterteil des Pferdes da Fleisch raus. Da hatte ich Hunger, aber konnte es nicht essen. Ich habe gesehen, wie das da rausgeschnitten wurde. Also konnte kein Fleisch essen. Sie wollen uns also wirklich verlassen, Würinghofen? Ich bin kein Feigling, Herr General. Aber was soll ich hier noch tun? Vor 10 Minuten ist die letzte militärische Funkverbindung abgerissen. Wir haben keinerlei Kontakt mit zur Außenwelt. Meine militärische Funktion ist damit beendet. Bitte geben Sie mich frei, Herr General. Und das war natürlich also ein ziemlich wagnisreiches Unterfangen. Denn genauso gut hätte er dann sagen können, Sie sind ein Deserteur und ich stelle Sie vor Standgericht und Sie werden erschossen. Das hätte durchaus passieren können. Es ist mit Rittmeister Bolt. Er möchte sich mir anschließen.
Wir würden versuchen, unsere Armee Wenk durchzuschlagen. Ich will das nicht allein entscheiden. Krebs hat gezögert und, glaube ich, das war rein menschlich. Und sich in so einem Moment, wo er selber so durch den Tod also noch schon spüren musste in seiner Nähe, da kann ich mir vorstellen, dass er gerne gehabt hätte, dass er eben auch einen jemand, dem er an sich vertraute, neben sich gehabt hätte. Achtung! Dies ist ein Aufruf der Roten Armee. Deutsche Soldaten und Offiziere, eure Lage ist hoffnungslos. Legt die Waffen nieder! Ob die uns überhaupt hören können? Ja, ja, ja. Geige, los, Leutnant. Spätestens morgen haben wir den Reichstag. Sowieso eine ganz merkwürdige Geschichte, dass aus irgendeinem Grund im Bewusstsein aller sowjetischen Militärs der Reichstag sozusagen das wichtigste Gebäude Deutschlands war. Man dachte wahrscheinlich an den Reichstagsbrand. Der Reichstag spielt ja gar keine Rolle mehr. Da war ja nichts mehr untergebracht. Es gab ja dort nichts mehr. Ja. Das Interesse für die Reichskanzlei war wesentlich geringer. Aber das gehört eben auch zu den Merkwürdigkeiten, die in so einem Krieg auch vorkommen. Wir müssen los. Mit dem persönlichen Segen des Führers. Wer? Wir hatten da gar nicht gedacht, dass wir da nur länger da für uns mit ihm auch noch mal unterhalten würden oder gar diskutieren würden über den Weg, wie wir eben ausbrechen wollten, sondern ich war selber höchst überrascht, dass er also vollkommen gesammelt, also uns ruhig uns empfing, jedem die Hand drückte und so weiter und dann mich fragte, ja, wie wollen Sie denn hier rauskommen? Und da hat er sich irgendwie an dem Gedanken erwärmt und gleichzeitig aber wohl auch wohl innerlich gedacht, mein Gott, da stehen so drei noch knackige Burschen, junge Kerle, die noch die Chance haben, vielleicht irgendwie durchzukommen. Und ich bin kaputt und ich habe keine Chance mehr. Aus dem Führerhauptquartier, 30. April 1945. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Das heroische Ringen um das Zentrum der Reichshauptstadt hält mit unverminderter Heftigkeit an. In erbitterten Häuser- und Straßenkämpfen halten Truppen aller Wehrmachtsteile, Hitlerjugend und Volkssturm den Stadtkern. Ein leuchtendes Sinnbild deutschen Heldentums. Russen sind weg! Was? Weitergezogen Richtung Zentrum. Das ist für Sie. Danke. Danke für alles. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Was? Bleiben Sie übrig. Ja, das war wie eine zweite Geburt, ne? Ich habe dann alle meine Kräfte wieder und meine Energie zusammengebündelt. Elisi! Ja? Was haben Sie hier zu suchen? Ich muss in den Keller zu meiner Mutter. Name? Hubert Doris. Sie sind hier polizeilich nicht gemeldet. Der Keller ist ausschließlich für Hausbewohner. Verschwinden Sie. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ich bin vor 4 Tagen den Russen entwischt, habe seit 3 Tagen nichts mehr gegessen. Und Sie wollen mich jetzt nicht zu meiner Mutter lassen? Ich habe meine Vorschriften. Und habe ich gesagt, also wenn Sie mich jetzt nicht reinlassen, dann passiert was. Ich bin polizeilich gemeldet. Ich bin nur im Dienst, dass ich nie da war. Und gedacht, ich sehe dich nie wieder. Und Kurt vergeht mich, Mama. Die Russen. Die ersten waren ganz in Ordnung.
Die haben mich sogar mit Papa telefonieren lassen. Und danach? Die danach gekommen sind, die haben die Verwundeten erschossen. Die haben gehaust wie die Vandalen. Vor denen war keine Frau sicher. Ja, aber dir ist doch nichts passiert, oder? Ich hatte Glück, Mama. Ich hatte einfach nur Glück. Und da habe ich gesagt, alles hässlich machen. Die Russen kommen. Die sind kurz hinter uns. Und das dauerte auch nicht lange. Und dann kamen die Russen rein. Und wir hatten uns dann so eine Kopftücher umgetan. Und ich habe dann immer mein Auge so verdreht. Und die ersten Russen haben auch nichts gemacht. Also die kämpfende Truppe eigentlich weniger. Das waren dann die anderen. Wir haben ja darauf gewartet, das passiert jetzt. Und dann hat Hitler wohl gesagt, also zu Günsche oder zu Baumann gesagt, was passiert. Und dann war alles ruhig und immer gewartet, war nahe 2 Stunden. Dann ging die Tür auf. Ob die Linge oder Günsche die aufgemacht, weiß ich nicht. Die Tür auf, dann ging die zweite Tür auf, da sehe ich Hitler eingenickt. Eva mit dem Kopf da, mit angezogenen Knien. Das Bild habe ich im Moment gesehen. Wenige Stunden nach Hitlers Selbstmord schickt der neue Reichskanzler Josef Goebbels General Hans Krebs als Unterhändler zur sowjetischen Militärführung. Dieser General Krebs war eine Zeit lang Militärattaché oder Stellvertreter des deutschen Militärattachés in Moskau vor dem Krieg und sprach dadurch etwas gebrochen Russisch, aber trotzdem musste gedolmetscht werden. Und es ging darum, dass General Krebs die Mitteilung machte, dass Hitler Selbstmord begangen habe. Das ist uns bekannt. Was ergibt sich daraus? Sie sind der erste Nicht-Deutsche, der das erfährt, Herr Generaloberst. Also keiner fragte was. Und als der Krebs nachher draußen war, haben die Leute gefragt, sagen Sie mal, woher wussten Sie denn, dass Hitler tot ist? Da sagte er, gar nichts habe ich gewusst. Aber Sie haben es doch gesagt. Er sagte, ich werde diesem Fritzen nicht sagen, dass ich irgendetwas nicht weiß, was er sagt. Das war also so eine typische Bauernschlauheit. Im Auftrag des neuen Reichskanzlers Dr. Goebbels habe ich Ihnen vorzuschlagen, Kampfhandlungen in Berlin zeitweilig einzustellen, um so entsprechende Möglichkeiten für den Beginn von Friedensverhandlungen zwischen Deutschland und Sowjetrussland zu schaffen, deren Völker die größten Opfer in diesem Krieg gebracht haben. Ich bin nicht bevollmächtigt, Verhandlungen mit einer deutschen Regierung zu führen. Es kann sich hier nur um eine bedingungslose Kapitulation der Berliner Garnison handeln. Eine Kapitulation von Berlin kommt nicht in Frage. Sie würde de facto die Selbstliquidierung der neuen, entsprechend dem erklärten Willen von Adolf Hitler gebildeten Regierung bedeuten. Zu einer Kapitulation bedürfte es auch der Zustimmung des neuen Reichspräsidenten Admiral Dönitz. Wir haben aber zurzeit keinerlei Verbindung zu Dönitz. Er hat mit Marschall Zhukov telefoniert, weil er ja nicht alleine Entscheidungen wohl treffen konnte und wollte. Und wie aus den Archiven und so weiter vorgeht, hat Zhukov von sich aus dann in Moskau bei Stalin angerufen und hat das auch mitgeteilt. Das waren recht merkwürdige Verhandlungen und sie haben sie auch lange hingezogen und sie sind leider ergebnislos verlaufen. Wir beide, Herr Generaloberst, haben auf den Tag genau, vor 5 Jahren, nebeneinander auf dem Roten Platz gestanden, bei der großen Maiparade. Gewiss erinnern Sie sich daran.
Nein. Die Bedingungen der Roten Armee sind unmissverständlich. Ich höre. Im Falle der sofortigen und bedingungslosen Kapitulation der Berliner Garnison wird allen Angehörigen der Garnison das Leben garantiert. Sowie der Verbleib von Orden und persönlichen Sachen. Offiziere können ihre blanken Waffen behalten. Verwundeten wird medizinische Hilfe erteilt. Im Falle der Annahme dieses Angebots wird die Sowjetregierung die neue deutsche Regierung nicht als Kriegsgefangene betrachten, entsprechend einer besonderen Liste. Aber Tschukow hat gleich gesagt, also ob man mit ihnen später verhandeln wird oder nicht, das müssen die Alliierten gemeinsam entscheiden und da gibt es keinerlei Erklärung dazu. Und das war natürlich Goebbels klar, dass mit ihm niemand verhandeln würde. Das war der Grund, warum er dann auch Selbstmord begangen hat. Ich werde Ihr Angebot dem Herrn Reichskanzler Goebbels überbringen. Vier Stunden später erreicht Generaloberst Tschuikow ein von Krebs und Bormann unterzeichnetes Schreiben. Darin werden die sowjetischen Bedingungen zurückgewiesen. Die Kampfhandlungen gehen weiter. In der Nacht zum 1. Mai, während Krebs und Tschuikow noch ihre ergebnislosen Kapitulationsverhandlungen führen, gelingt es einem Stoßtrupp der Roten Armee, die Fahne des Sieges über dem vollständig zerstörten Reichstag zu hissen. Telefonzentrale, Reichskanzlei, Führerwohnung. Ja, Oberst Seifert. Nein, der Herr Minister ist nicht zu sprechen. Bormann, nicht mehr hier. General Krebs, warten Sie, ich hole ihn. Da dachte ich, naja, müde waren wir alle. Kann sein, dass er eingeschlafen ist. Jedenfalls bin ich hingegangen und habe ihn angestoßen, habe ihn wecken wollen. Ein Anruf für Sie, Herr General. Herr General. Da habe ich gesehen, dass er tot ist. Nicht, da habe ich einen großen Schreck bekommen. Aber ich bin noch geblieben, weil er Goebbels mich nicht entlassen hat. Ich wollte ja, wie die anderen ja auch alle. Ich wollte ja auch weg, aber ich musste ja noch bleiben. Ich musste abwarten, bis er mich gehen lässt. Oberst Seifert? Oberst Seifert? Und dann nach einer Weile, da kam er, Sie können jetzt hier Schluss machen. Bin zum Händchen nehmen an. Hannes, ich hau jetzt ab. Was du es vor mir schaffst, du hast ja meine Adresse. Geht klar. Für meine Frau. Komm mit, Hannes. Kann ich nicht machen. Wo im Lazarett brauchen sie Strom. Also, Hannes, mach's gut. Ich hab den Hannes dann nach der Gefangenschaft aufgesucht. Da in Württemberg. Und da hab ich gesagt, was ist nach mir passiert, dass ich weg bin? Naja, war gewiss tot. Da hat man ihn auch mit Benzin begossen und angezündet. Als du weg warst, war er dann kurz darauf, ein paar Minuten, war er tot. Ich stand auf diesem Hof, als dieser Sendeleiter Dr. Könitzer kam. Sie müssen noch mal mit in den Bunker. Dort war, aus welchen Gründen auch immer, der Rundfunk noch nicht abgeschaltet. Und da bekam ich die Absage des Großdeutschen Rundfunks. Damit beendet der Großdeutsche Rundfunk seine Sendefolgen. Wir grüßen alle Deutschen und gedenken noch einmal des heroischen deutschen Soldatentums zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Der Führer ist tot, es lebe das Reich. Abschaltung. Und wenn man heute überlegt, theatralischer ging es nicht. Und das war's dann. Und dann bin ich mit weichen Knien aus diesem Bunker raus, denn ich glaubte, hier gehst du nie mehr zurück und was jetzt kommt, das sind die letzten Stunden. Ich habe im Bunker noch einen Zettel geschrieben,
wenn man meine Leiche findet, wen man benachrichtigen soll, mit Heimatanschriften. In den frühen Morgenstunden des 2. Mai unterzeichnet General der Artillerie Helmut Weidling die bedingungslose Kapitulation der Festung Berlin. Der letzte Kampfkommandant der Reichshauptstadt, von Hitler erst eine Woche zuvor ernannt, verfasst einen Aufruf an die letzten noch kämpfenden deutschen Einheiten. Und ich wurde aufgefordert, dieses nochmal abzuschreiben. Das habe ich dann auch getan. Habe also da mich ein bisschen vertippt an irgendeiner Stelle. Ja, das ist auch zu sehen auf dem Exemplar. Ich habe mir ein Exemplar dann als Andenken bewahrt. Mich hat nur der Text etwas verwundert. Ja. Aber der entsprach natürlich der Denkweise von General Weidling. Da war eine Formulierung drin, so in dem Sinne, dass der Führer hat uns im Stich gelassen. Oder hat uns allein gelassen. Der Befehlshaber des Verteidigungsbereichs Berlin gibt bekannt. Am 30.04. hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Auf Befehl des Führers glaubt ihr immer noch, um Berlin kämpfen zu müssen, obwohl der Mangel an schweren Waffen, an Munition und die Gesamtlage den Kampf als sinnlos erscheinen lassen. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt sein Opfer umsonst. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch daher auf, sofort den Kampf einzustellen. Gezeichnet Weidling, General der Artillerie. Wir haben eigentlich miteinander nicht gesprochen. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Er hat vielleicht irgendein Wort gesagt, wir fahren jetzt dort und dorthin. Also mir war auch nicht das Gefühl, jetzt hier irgendwelche längeren Gespräche zu führen. Es war eine ganz angespannte Situation und das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Genossen, wir müssen endlich das Nachschubproblem lösen. Будет исполнено, товарищ генерал-полковник. Genosse Generaloberst, die deutschen Genossen sind da. Ah, die berühmte Gruppe Ulbricht. Bitte! Moment, bitte. Die Zahl der Übergriffe geht kaum zurück, Genosse Generaloberst. In manchen Stadtteilen wüten unsere Truppen immer noch wie im Mittelalter. Meine Befehle sind eindeutig. Keinerlei Übergriffe gegenüber der Zivilbevölkerung. Wir haben diesen Krieg nicht geführt, um das deutsche Volk zu vernichten. Das scheinen einige noch nicht verstanden zu haben. Dann greifen Sie weiter mit aller Härte durch. Jeder Tag dieses Marodierens kostet uns in 10 Jahren pro Tag 10.000 politische Rubel. Die dachten, Gottes Willen, wir haben jetzt eine große Chance, die Berliner Bevölkerung zu gewinnen. Aber was passiert? Wir machen die alle zu Feinden und dafür werden wir später politisch zu bezahlen haben. Das haben Offiziere damals schon verstanden. Nicht alle natürlich, aber einige. So, Bersarin war eindeutig und klar. Bersarin стал проводить такую политику. Bersarin führte eine Politik durch, dass wir keine Eroberer sind, sondern Befreier. Nachdem wir in Berlin waren, war das ein Zeichen dafür, dass der Krieg zu Ende war. Und dass nun eine Zeit der Ordnung und des Friedens für die Deutschen gekommen ist. Der machte alles für die Deutschen. Uns erschien manchmal, dass er zu viel macht für die Deutschen. Нашим иногда казалось, что чересчур много. Столь! Работай! Sie können nicht lesen, oder? Работай! Hat einer ihrer Generäle geschrieben, da steht drauf, dass ich Jude bin. Hörst du, Jude? Ich hab die Stadt nicht kaputt gemacht, sondern erstmal die Nazis schaufeln. Es war natürlich ein tolles System, weil auf die Art und Weise die Straßen sehr schnell frei wurden. Der deutsche General in der Gruppe Konvoi hat 8 Leute mit mir.
Ich habe gesagt, Herr Generaloberst, wir haben nur 8 Personen, einschließlich mir als Konvoi. Und die Gruppe der zu begleitenden Gefangenen zählt 1.900 Mann. Da schaute er mich an und sagte zu mir mit einer Art mildem Lächeln im Gesicht: Mach dir keine Sorgen, Leutnant, die laufen schon nicht auseinander, deine Kriegsgefangenen. Die Deutschen sind schon so müde von dem Krieg, genauso müde wie wir. Verzweiflung, Resignation, Apathie und... Es war eine geschlagene Armee. Es war so eine Masse von einer langen Kolonne. Ich dachte, warum laufen die nicht einfach weg und schmeißen ihre Uniformen weg? Denn die russische Bewacher waren ganz wenige, die ein Gewehr hatten. Ich bin sehr, sehr bestürzt und traurig nach Hause gelaufen. Und war nur froh, dass mein Vater nicht mehr in diesem Krieg war. Und er hätte ja auch mein Vater sein können, der an mir vorbeigezogen wäre. Und dann auf einmal kam mir irgendwie die Idee, und da sagte ich zu dem Fahrer dieses Wagens und dem Techniker, der dort war, dachte ich, wisst ihr was, wollen wir nicht nochmal nach dahin fahren, wo ich meine Wohnung hier war. Es hieß so, dass wir die ersten Russen dort gewesen seien, dass irgendwie diese Straße dort keine großen Gefechte weiter stattgefunden haben. Das ist möglich, weil ja nicht jede Straße von irgendwelchen Einheiten besetzt war. Und ich bin auf die Leute zugegangen. Und die wunderten sich natürlich, waren auch etwas verängstigt. Jetzt kommt nun der erste Russe. Was passiert nun alles? Und dann fragte mich jemand, ob ich meine Wohnung sehen wollte. Neugierig wie der Mensch ist, sagte ich, na ja, gerne, schaue ich mir die Wohnung an. Und wurde mir die Wohnung gezeigt, die war im 3. Stock. Und eine Frau war natürlich furchtbar erschrocken und bat darum, dass ich sie nicht aus der Wohnung verjage und nicht nach Sibirien schicke. Wissen Sie, wir haben hier auch nur zur Miete gewohnt. Meine Familie hat die Wohnung nicht gehört. Sie brauchen keine Angst zu haben. Die Familie ist hier eingewiesen worden, nach 33, als Sie dann weg waren. Ich muss dann mal wieder. Also, wollen Sie nicht wenigstens einen Kaffee mit uns trinken? Richtigen Kaffee? Nee. Lorgemer. Malzkaffee? Hab ich schon seit einer Ewigkeit nicht mehr getrunken. Also, Herr Dürnberg. Leutnant. Also ich, komischerweise, je älter ich werde, umso mehr träume ich von dieser Zeit. Ich habe erst gedacht, aber vielleicht ist das eine Verarbeitung, vielleicht kommt die jetzt erst. Kurz nach Kriegsende stellt Ilse Anger fest, dass sie schwanger ist. In einem Krankenhaus in Cuxhaven wird die Abtreibung vorgenommen. Nachdem ihr erster Mann im Krieg vermisst blieb, heiratet Ilse Anger 1948 erneut und bekommt 2 Kinder. Nach der Kapitulation Berlins arbeitet Stefan Dörnberg für die sowjetische Militäradministration in Mecklenburg. Er studiert Geschichte in Moskau und Ost-Berlin und wird einer der bekanntesten Historiker der DDR. In den 80er Jahren wirkt er als Botschafter in Finnland. Mit viel Glück erreicht Freitag von Loringhofen das amerikanische Besatzungsgebiet. Kurz vor einem Wiedersehen mit Frau und Kind gerät er doch noch für 2 Jahre in Kriegsgefangenschaft. 1956 in den Führungsstab der neuen Bundeswehr berufen, gelangt er 4 Jahre später als einziger Deutscher in den Strategiestab der NATO. Als stellvertretender Generalinspektor der Bundeswehr geht er 1973 in den Ruhestand. Eugen Hermann Friede tritt nach dem Krieg in die KPD ein, kommt aber mit seinem jugendlichen Idealismus in der DDR nicht zurecht. Er landet erneut im Gefängnis. Später wandert er nach Kanada aus und eröffnet in Toronto das erste deutsche Restaurant. Doris Bober kann sich zunächst weiter von den Rotarmisten versteckt halten, muss aber später als Trümmerfrau die Leichen der Schlacht in Berlin bergen. Im Jahre 1948 wird sie Mutter einer Tochter und kümmert sich in der Fürsorgestelle des Berliner Senats um Sozialschwache. Nach einem missglückten, blutigen Ausbruchsversuch kehrt Richard Bayer in das Funkhaus zurück. Nur weil er als jüngster Radiosprecher den Russen nicht bekannt ist, lassen sie ihn laufen.
Bayer arbeitet später als politischer Journalist für den Westberliner Rundfunksender RIAS. 1955 wird er auf offener Straße von der Stasi gekidnappt und zu 13 Jahren Zuchthaus in Brandenburg verurteilt. Rochus Misch flüchtet in den frühen Morgenstunden des 2. Mai unter Beschuss durch die U-Bahn-Schächte Berlins, wird aber von der Roten Armee gefasst. Nach harter Zwangsarbeit in sowjetischen Straflagern kehrt er erst 1954 heim nach Rudow zu seiner Frau. Am Tag nach der Kapitulation Berlins kämpft sich Hannes Schachelhuber von Berlin in einem Gewaltmarsch bis nach Prag durch. Dort springt er auf einen der ersten Züge, um in seine Heimat Österreich zurückzukehren. Vom Januar 1946 bis zu seiner Pensionierung arbeitet Schachelhuber bei der österreichischen Eisenbahn. In der Nacht zum 2. Mai gerät Horst Bandmann in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Es dauert noch einige Monate, bis seine Kriegsverwundung geheilt ist und er wieder laufen kann. Aufgrund seiner Jugend wird Bandmann wenig später entlassen. Nach einem Architekturstudium bringt es Bandmann in der DDR auch ohne Parteizugehörigkeit bis zum Oberingenieur. Nach 55 Tagen im Amt verunglückt Generaloberst Nikolai Erastowitsch Bersarin am 16. Juni 1945 bei einem Motorradunfall tödlich. Der erste sowjetische Stadtkommandant stirbt im Alter von nur 41 Jahren. Im Kalten Krieg geraten Bersarins Taten in Vergessenheit. Erst 2003 wird er wieder zum Ehrenbürger Berlins erklärt.